Ja, willkommen zurück beim Kulturdonnerstag. Der nächste Gast sitzt mir jetzt schon gegenüber, und zwar der Fredi von Feta Records e.V. Hallo Fredi. Hi, freut mich sehr. Ja, mich auch. Schön, dass du da bist und den Feta Records Verein vorstellst bei uns und ein bisschen was darüber erzählst. Wir haben gerade ein Video gesehen, ein wunderbares Video, muss ich sagen, weil ich eben auch auf dieser Veranstaltung war und Ich ich weiß. schöne Erinnerungen hervorgerufen hat bei mir. Und zwar war das das Feta Morgana Festival, muss ja sagen Festival, es war ja mehrtägig. Und zwar aus dem vorletzten Jahr, richtig? Wir waren da Genau, 2009. 2018. Ach, 2018, 2018, ja. genau. Nee, das ist dann schon vorletztes Jahr gewesen. Corona macht alles ein bisschen. Das kommt jetzt darauf an, ob wir 2020 ausklammern oder Ja, nicht, genau, oder? ja, so. Genau. Und das war euer erstes oder zweites Festival? Es war das erste offizielle Feta Morgana Festival. Wir haben davor schon mal einen Testlauf im Privaten gemacht, mit bedeutend weniger Menschen, aber ja, genau. Das erste Cool. quasi. Sehr schön. Und es hatte wirklich auch so ein Festival-Feeling. Es hat zwar geschüttet wie aus Eimern, Pech. aber man hat ja im Video schon so schön gesehen, dass das der Stimmung überhaupt gar keinen Abtun gemacht hat. Die Leute waren total gut drauf. Und ich weiß noch, da gab es so eine kleine Hip-Hop-Stage, wo man so hinlaufen musste. Und man ist echt durch den krassen Matsch gelaufen. Und da ging die volle Party ab. Und die Leute haben irgendwie im Matsch getanzt. Und da dachte ich mir dann auch, oder denke mir, genau so muss es doch irgendwie sein, oder? Wir haben tatsächlich den ganzen Aufbau lang so gutes Wetter gehabt und so geschwitzt und dann hat es pünktlich angefangen zu regnen. War bitter, aber ja, Ja. wir hatten Glück, dass die Leute trotzdem gut drauf waren. Ja, richtig cool. Also ich muss echt sagen, Hut ab, auch von meiner Seite nochmal, war richtig cooles Festival. Danke. Ihr seid ein Verein, Feta Records e.V., ein eingetragener Verein. Wann habt ihr euch denn gegründet? 2017. Und Genau. du bist im Vorstand, wurde mir auch gesagt. Genau. Genau. Der Wilef, ein guter Freund und mit mir quasi, wir sind die zwei Hauptvorstände, der Mitbegründer oder der Gründer und ich, wir haben das dann offiziell gemacht, sind aber dann doch eine bisschen größere Gruppe Wollt ihr im gerade Verein. sagen, dass so ein Festival stellt man ja auch nicht zu dritt auf die Beine oder zu Genau. zweit? Habt ihr wahrscheinlich einen ganz schön großen UnterstützerInnenkreis um euch herum, oder? Definitiv. Also im Verein sind wir 11 mittlerweile. Und genau, und dann gibt es halt eine Menge Leute, die uns dann tatsächlich helfen, wenn es daran geht, wirklich ein Festival auf die Beine zu stellen. Ja klar, das braucht es wahrscheinlich auch, Ja. vor allem wenn es dann auch so schüttet, gell? Definitiv. Kann man jede helfende Hand gebrauchen. Und was ich schon immer mal wissen wollte, gibt es eigentlich irgendeine kulinarische Verbindung zu Feta-Käse? Weil ich mag Feta-Käse auch voll gerne, aber wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Die gibt es bei uns tatsächlich. Also der Wilef, den ich vorhin schon erwähnt habe, ist Halbgrieche Okay. und wir sind auch zusammen aufgewachsen und wurden oft von seinen Eltern bekocht. Und das heißt, wir haben schon sehr früh angefangen, viel Feta zu essen, weil die Griechen machen das so. Und ja, genau, daher kommt es. Also wir sind tatsächlich so ein bisschen Feta-Junkies. Ah, geil, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich mag es auch voll gerne, sowohl überbacken als auch so mit Olivenöl. Ja. Ja, cool. Und ihr seid aber auch gar nicht wirklich direkt aus München. Also wahrscheinlich wohnt ihr jetzt alle in München, aber ihr seid woanders aufgewachsen und auch der Feta e.V. ist auch woanders gegründet worden, oder? Genau, ja. Also der Verein sitzt in Starnberg und da kommen wir auch alle so, ja, aus dem Umkreis, sage ich jetzt mal. Mittlerweile ist der Großteil von uns in München oder so teils, teils auf jeden Fall. Aber genau, wir kommen letztendlich aus dem ländlichen Raum Ja. und eigentlich von einem kleinen Dorf in der Nähe von Starnberg und so, also Okay. zumindest die frühe Kindheit. Cool. Und ja, genau. Schön, das ist ja auch super schön, dort aufzuwachsen, mit den weiten Wiesen und Wäldern auch drumherum. Und das war ja dann auch ein Ort, an dem das Feta Morgana stattgefunden hat. Genau. Musstet ihr da lange suchen oder wie seid ihr denn auf den Acker da gestoßen? Also es war schon zäh, bis wir letztendlich wirklich die Erlaubnis vom Besitzer erstmal hatten, dass wir das da machen dürfen. Aber in dem Fall ist es eine Connection, also es ist einfach ein Bekannter, dessen Vater dort Landwirtschaft betreibt und einer seiner Acker, die wir da irgendwie nutzen konnten. Aber ja, es ist natürlich immer nicht so ganz einfach, an gut geeignetes Gelände zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aus Veranstaltersicht natürlich in Bayern sogar noch ein bisschen schwieriger ist, wie vielleicht auch in manch anderen Bundesländern. Wahrscheinlich, ja. Wir So, haben ja. immer viel
Behördenarbeit zu leisten. Ja. Ja, seid definitiv. Ihr da jetzt mittlerweile schon gut vernetzt mit den Behörden? Oder? Ja. Ja, es ja. war also ja nicht so eure erste Party deswegen. Nee, genau. Also wir haben auch die Sachen davor schon, also es gab schon eine Menge offizielle Partys, es gab noch kein offizielles Festival oder kein vom Verein veranstaltetes Festival davor. Ja. Aber genau, wir kennen dort die ganzen Behörden, also von der Polizei übers Ordnungsamt, Naturschutzbehörde ja. und so, und haben da regen Kontakt. Und wenn man den auch pflegt und wenn man einmal die Hürden kennt und mit ihnen irgendwie drüber diskutiert hat, dann sind die auch alle ganz, ganz freundlich und nett und helfen gern. Ja, cool, das soll es ja auch geben, gell? Ja. Also es ist manchmal, es gibt viele Regeln, sagen wir ja. mal so, aber eigentlich kann man ganz gut mit denen umgehen. Wie wichtig ist für euch denn jetzt mal, bleiben wir bei dem Thema auch Jugendkultur im Münchner Umland oder auch im ländlichen Raum, wie wichtig ist das da? Definitiv würde ich sagen, noch mal wichtiger als in der Stadt, weil in der Stadt, wenn man überlegt, gibt es natürlich viel mehr Vielfalt. Ja. So auf dem Land, es gibt irgendwie eine Konzerthalle und da gibt es Theater und Konzerte und so, aber halt eine und nicht zehn und dementsprechend auch ein sehr begrenztes Programm, was meistens für ältere Leute oder Erwachsene gedacht ist, aber jetzt nicht zwingend für 16-Jährige oder irgendwelche Art von Jugendlichen. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Stadelfeste und irgendwelche bayerischen Traditionen, noch ein, zwei regionale Geschichten und ein Skatepark und der Rest ist irgendwie, das war's für die Jugend so ungefähr. Und elektronische und ist, Musik halt ja, genau, gar nicht. Ist so halt, wirklich, ist halt nicht gegeben. Also selbst schon, ich meine, wir sind ja gar nicht weit weg. Wir sind ja letztendlich, was sind es? Ich glaube, zehn S-Bahn-Stationen von hier, es vom ja Harry im, zum, genau, nach Starnberg. Ist ja noch im, es ist ja gar nicht so weit, aber selbst da kommt quasi dann die Subkultur auf jeden Fall nicht mehr an. Und genau, das ist natürlich schade, weil für die Jugendlichen da einiges verloren geht. Und ja. Ich meine, Bedarf ist ja trotzdem da. Definitiv. Ja. Und es hat ja schon auch was mit, jetzt vielleicht nicht mit Bildung oder Erziehung, aber schon mit Weiterbildung von Jugendlichen zu tun, mal so ein bisschen was kennenzulernen. Was gibt es denn da noch? Mal über den Tellerrand zu schauen. Und das passiert halt auf einem Stadelfest sehr wenig oder in irgendeiner Form von städtischem Fest. Ja. Und bei uns gibt es halt eine Menge verschiedene Art von Kultur und Kreativität. Und das ist schon was, was die sonst, also was auf dem Land, glaube ich, schnell verpasst werden kann. Und was ich auch bei euch so bemerkenswert finde, eben, dass das dann auch so alles selber gemacht ist und auch alles selber gebaut und auch so witzige Einfälle wie das Kino gab es irgendwie, was ja dann da auch so in Dauerschleife, glaube ich, Filme gelaufen sind oder sowas, ja, man genau. sich halt dann auch mal ein bisschen rausnehmen kann, wenn man jetzt nicht nur die ganze Zeit auf der Mainstage irgendwie abstampfen will, sondern auch mal so ein bisschen ruhiger. Das ist schon so auch ein bisschen euer Konzept, oder? Dass ihr so diese Vielfalt bietet. Letztendlich haben wir ja, also wir haben genauso wie die meisten wahrscheinlich mit recht kleinen Partys angefangen, die dann immer gewachsen sind. Und wir haben das Ganze nur ins Leben gerufen oder gegründet, weil wir halt eine Spielwiese haben wollten und weil wir halt diverse lustige Ideen hatten, beziehungsweise oft auf Festivals waren, wo wir dachten, ach, sowas bräuchten wir eigentlich auch. Ja. Und von daher, genau, also das ist halt ein großer Kosmos, beziehungsweise eine große Plattform, wo viele Kreative zusammenkommen, wenn es dann um ein Festival geht. Und daher kommt der ganze lustige Stuff. Also deswegen gibt es Väter auch eigentlich nur, weil wir es halt machen wollten. Ja. Habt ihr euch da so ein bisschen inspirieren lassen? Weiß nicht, seid ihr zum Beispiel alte Fusion-Hasen? Und, klar. Ja, kann ich mir vorstellen. Nicht? Ja, genau. Nee, also auf der Fusion waren wir definitiv oft. Und ja, also sowas ist natürlich mit der Haupteinfluss, weil man da wirklich, wirklich mal eine neue Welt präsentiert bekommt als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Ja. Was natürlich fernab von also es gibt ja auch in Clubs eigentlich wenig, sondern es ist halt wirklich ein Festival-Ding, wenn man irgendwie, wobei in Berlin überschneidet sich's dann, aber genau, also es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass so viel mehr möglich ist als einfach nur Musik. Ja, so, genau. Also so das Ganze außenrum ist halt schon wichtig und es macht absolut. Halt schon Bock. Einfach nur zwei Boxen aufzustellen, klar, macht die Mucke schon auch Spaß, aber so das Ganze drumherum macht es dann erst wirklich genau. so zum Abenteuer. Und das macht halt dann die Fusion zu Fusion beispielsweise. Ganz genau und unterscheidet die ganzen Festivals auch voneinander. Ihr habt jetzt auch ein Label, sag ich mal, also Feta Records. Würde man jetzt ja so auch gleich an ein Label denken. Was macht ihr da genau musikalisch? Also gibt es da Releases zum Beispiel auch? Da gibt es Releases, ja, auf jeden Fall. Also wir sind als Label, würde ich jetzt mal sagen, schon noch recht jung. Mhm. Also wir haben jetzt das sechste Release rausgebracht vor zwei Wochen, einer Woche. Ja, so anderthalb Wochen. Oh. Genau, und das ist sehr ausgewählt. Also wir haben da
wir verfolgen eigentlich den gleichen Ansatz so ein bisschen, wie wir es auch machen mit sowohl unseren Podcasts wie auch dem Festival, dass wir eigentlich unser Netzwerk also befragen und schauen, wo gibt es denn coole DJs, coole Produzenten, die wir persönlich kennen. Also wir haben wenig Interesse daran, große Künstler auf unsere Festival zu ziehen oder irgendwie nach Namen zu suchen oder so, sondern wir haben so viele Leute um uns rum, die gute Musik machen, dass es irgendwie schön ist, denen mal die Plattform zu geben, weil ja, die kriegen sie sonst nicht. Und das ist genauso bei den Releases. Also wir haben da echt schöne Sachen drauf und das hat auf jeden Fall, es wächst und es floriert, aber es ist noch recht klein. Sechs Releases ist nicht so viel. Ist nicht so viel, ja, wenn man andere Labels anschaut, die im 2-Wochen-Rhythmus irgendwas rausballern, genau, ja. Aber das ist natürlich auch eine andere professionelle Stufe sozusagen, weil ihr macht ja auch noch andere Sachen. Aber das finde ich total schön, das habe ich heute auch schon von einem anderen Kollektiv gehört, dass gerade so auf die Lokalität auch Wert gelegt wird. Und jetzt sagst du es nochmal und betonst es auch nochmal, dass ihr so viele tolle KünstlerInnen auch in eurem Umkreis habt, dass ihr jetzt auch gar nicht so das große Name-Dropping braucht. Wir brauchen es nicht. So mit dem, was wir machen, ist genau. Aber wir versuchen halt auch wirklich den Leuten die Plattform zu geben, die sie mehr brauchen könnten. Mhm. Also allein im Verein sind wir, glaube ich, 6 DJs von den 11. Also ich meine, ist ja schon eine große Zahl. Und dann aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis gibt es halt diverse Leute, die Bands haben oder eben coole Musik machen. Und alles, was wir cool finden, alles, was irgendwie zum Konzept passt, freuen wir uns natürlich, wenn die bei uns auftreten und wenn die da mitmachen. Und das gilt quasi gar nicht nur für die Musik, sondern wir haben ja auch meistens Sprayer da an den Veranstaltungen, die dann live malen. Oder wir hatten zum Beispiel bei vielen von unseren Festivals beim letzten auch eine Dirt-Bike-Show, weil wir halt so ein paar Biker um uns rum haben, die bauen halt dann eine Bühne auf, weil die Wiese ist riesig und springen da ein bisschen rum und machen ein bisschen Show. Witzig. Also so, das ist so die Grundidee, dass halt jeder, der halt irgendwas Cooles macht und Lust hat darauf, darf sich gern einbringen. Cool. Und ich meine, dadurch wächst ja auch so eine Community total, weil der kennt wieder den und die kennt wieder die oder den. Und so wird es mit der Mundpropaganda weitergetrieben eigentlich, oder? Und dann gibt es beim nächsten Fata Morgana noch einen Zirkus oder sowas, keine Ahnung. Genau, also tatsächlich haben wir auch Connections in die Theaterbranche. Da würden wir auch gerne mal ein bisschen mehr noch machen. Und ich habe Design studiert und kenne eine Menge Designer und Künstler. Also wir haben auch schon ein paar Partys in München auch gemacht, wo es dann nur um Ausstellungen ging, Ausstellungen und Musik und so. Also genau, alles. Jeder ist herzlich eingeladen, der irgendwie was machen will auf einem Festival. Sehr cool. Letzte Frage. Ihr seid ja nicht nur eben dann in Starnberg aktiv, sondern auch in München. Habt ihr auch Clubveranstaltungen schon gemacht? Ja, also wir waren tatsächlich oft hier. Deswegen macht es mich fast ein bisschen traurig, die CD-Spieler hier so. Und vor allem die neuen, gell? Ja, es ist natürlich schön, aber man würde sich jetzt ein paar Leute wünschen und hoffen, dass man hier mal wieder auflegen kann. Ja. Nee, also wir haben tatsächlich natürlich schon eine ältere Verbindung zum Harry Klein. Dann haben wir eine gute Verbindung zum Bahnwärter Thiel, wo wir auch eben öfter und regelmäßig waren. Das Palais, das Pimpernel, also es gibt so diverse Clubs, wo jetzt gerade ist natürlich ein bisschen tote Hose leider. Ja gut, aber das werden wir alle überstehen. Ich bin da ganz optimistisch und hoffe natürlich, dass ihr in Zukunft auch weiter tolle Veranstaltungen macht und dass es auch wieder ein Fata Morgana geben kann. Vielleicht dann auf einer anderen Wiese, wer weiß. Bedanke mich ganz herzlich jetzt bei dir für das Gespräch, lieber Friedi. Danke dir. War richtig cool, dass du uns einen Einblick zu Fata Records e.V. gegeben hast. Und es geht bei uns nahtlos weiter im Programm. Es geht hier Schlag auf Schlag und auch mit verschiedenen Inhalten. Und jetzt habe ich gleich jemanden vom Dreschwerk-Kollektiv bei mir sitzen. Und das Dreschwerk-Kollektiv ist jetzt gar nicht so musikalisch verankert, sondern die machen vor allem Visuelles und Visuals. Und das finde ich total interessant, auch so ein Kollektiv mal zu befragen. Und die sind auch ganz eng mit dem Harry Klein verbunden und haben bestimmt auch ganz viel zu erzählen. Deswegen geht es weiter im Programm. Vielen Dank, Friedi, und gerne. Bis gleich.